Zugedeckt. Ein bisschen sieht man es, beides ist nicht ganz gut. So. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie lang dieses Video wird. Eigentlich würde ich das gar nicht machen, oder ich schiebe schon die ganze Zeit vor mir hin. Aber ich habe Kopf und eigentlich hat es mir gar nicht Video machen. Aber wenn ich länger noch warte, dann vergesse ich, was ich zu den Puzzles sagen wollte. Dann war es wahrscheinlich gescheiter, ich mache es jetzt gleich. Ich habe nämlich ein neues Puzzle gekauft, eins mit 3 Fuchs, also ein Billigramm schlagen, und das möchte ich gern bauen. Ja, und weil ich das gern bauen möchte, muss ich die jetzt erst vom Tisch bringen. Ja, ich kann es natürlich runterlegen, aber je öfter dass man sowas transportiert, desto eher geht es mir kaputt. Also ich habe einmal für mich festgestellt, dass das 500er im Kindergartenkind irgendwie darstellt. Meiner Meinung nach ist es so ein bisschen nur jünger mit den Schuhen. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was davon. Und das finde ich ist ein Tafelklassler, also schon ein bisschen öder. Die Stiefel, also die geht schon in die Schuhe. Oder hat einmal angefangen mit der Schutzge. Die hat auch viel Schleifen drin. Eigentlich ist das geworden sowieso mehr fast weiblich, weil man wer trägt schon in dem Alter schon schwitterfreie Kleider. Aber natürlich haben wir da immer nur diesen kleinen kindlichen Unterrock und die Streifensocken, die da ja eigentlich zum Outfit mit dazu passen. Und natürlich immer nur so ein bisschen so Schleifen im Haar und so, das ist ja mehr so kindlich. Genau, aber da ist schon mal die Altersabstufung und ungefähr so kann man das mit den Puzzle auch sehen. Ja. Wenn das Puzzle für Tafelklasslerin, das war Anfang Schule, so 8, 9, 10. Ich schaue vielleicht ein bisschen früh, das heißt, du bist bis 12 auf für Schulzeit. Glaube ich, kann man mit dem Puzzle schon was anfangen, weil es ist niedlich und die Sachen sind alle gar nicht so schwer. Die Graubereiche sind wenig. Da kann man so viel rundherum bauen. Das schafft man auch als Puzzleanfänger oder als Puzzle Neuling oder wenn man noch nicht ganz so gut puzzelt, aber schon mal ein paar 200er gebaut hat und mit die unterfordert ist, dann kann man mit einem 500er in die Version gut starten. Und ich glaube auch, dass es eher für Mädchen geeignet ist. Und das da, das ist schon für große Mädchen. Das ist schon, ich glaube, da muss man schon so über die 12, 14 sein. Also wenn man da unterfordert ist, dann kann man auf das umstellen. Das Mädchen an für sich ist jetzt gar nicht so schwer, obwohl diese Bereiche, die einfarbig sind, so wie dieses Kleidl hat eine Handvoll Teile und das hat eben schon 2 Handvoll Teile. Und natürlich ist das Kleidl und die Schuhe ähnliche Farbe, das heißt, wenn du das aussortierst, dann hast du das Problem, dass du nicht ganz zusammenkommst. Das heißt, die ganzen einfarbigen Bereiche sind schon nicht mehr ganz so leicht, weil sie einfach groß sind. So wie der Laubhaufen. Ich meine, das Eichhörnchen war jetzt auch nicht schwer, aber es braucht schon ein bisschen mehr. Es ist nicht mehr ganz so kleinteilig, es ist einfach ein bisschen größer. Ich sehe, glaube ich, so 1000. Und dann die ganzen Grüntöne da unten, also der Boden, der da ein bisschen dunkler ist, das sieht man wahrscheinlich nicht, aber am Video sieht man es ganz gut. Den Bereich habe ich sogar ganz relativ leicht empfunden. Lustig war es dann in den Grünbereichen. Ich habe zuerst angefangen mit diesen hellen Bereichen, weil ich überhaupt lieber gern baue. Aber die dunkleren Bereiche waren fast einfacher. Aber da hat es nicht so viel gegeben. Und man muss da sehr viel noch vorn puzzeln. Also da geht fast nicht mehr recht viel, wenn man dann die Teile nicht sortiert und gescheit auflegt und sichtbar macht, dann kannst du das Puzzle nicht bauen. Und die Bereiche, auch wenn es wenig ausschauen, der Stapel, wie ich es aussortiert habe, haben wir schon gesehen, das sind sehr viele Teile. Sehr viele Teile heißt sehr viele Möglichkeiten, dass jedes einzelne Teil da sein kann. Und wenn sie so einfarbig sind, dann man kann es so ein bisschen an. Da sind so Punkte drin, da ist ein bisschen Schrift drin.
Man kann es zuordnen durch die Farben, ein bisschen mehr Hinweise kriegen, aber ohne dass man wirklich noch diese Formen baut, kann man das nicht gescheit bauen. Also da ist man dann schon darauf angewiesen, dass man eine passende Strategie hat und damit große Flächen, die einfach einfarbig sind, zurechtkommt. Ja, da braucht man ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr schauen. Frustrationsfaktor, also die Frustrationsschwelle darf nicht überschritten werden, wenn es frustriert und nicht mehr Spaß macht, dann. Ja, ich finde diese zwei Puzzle aber allgemein recht schön. Die sind irgendwie, ich weiß nicht, das erste, das habe ich das gekauft, das war so in einem richtigen Opferkauf, da hat man 5 Euro gekostet, darf man eh nicht laut sagen. Mir hat das gleich so gefallen, aber es war irgendwie so, eins habe ich noch nie gesehen gehabt und auch noch nie gehabt und noch nie gekauft. Landschaftspuzzle ist das keins, Cellini, wo er viel los ist, ist es auch nicht. Es ist was Zeichentrickmäßiges, das Mädchen hat keinen Mund, das heißt, das hat irgendwie so seine Eigenheiten. Das ist ein ganz bestimmter Stil, ein ganz bestimmter Künstler, ich denke, dass das der Santoro Gorgius oder was auch immer, ob das ein Künstler ist oder ein Marken, die diese Bilder produzieren, auf jeden Fall ist es was sehr Eigenes. Natürlich ist auch die Hintergründe irgendwie eigen und die anderen Stile und auch wie die Haare sich bewegen und so. Jeder hat seinen Zeichenstil dann. Aber diese Grafik ist so recht viel in der Art kriegt man oder hat man früher nicht gekriegt und jetzt kriegt man schon ab und zu mal, aber es ist nicht so üblich. Ich glaube, ich habe von Schmidt da noch eine also ein Monster, das erinnert mich an den Stil. Also da ist einfach das Monster so ganz drauf und über den Hintergrund und sonst. Haben die Monster, die haben verschiedene Formen und was immer. Da habe ich eins gekriegt. Aber das können wir sich nochmal anschauen, das ist nämlich in demselben Stil. Ich sag aber, da habe ich noch was und das erinnert mich an das und das erinnert mich an das. Aber diese Art von Puzzle, die hat es früher, glaube ich, gar nicht so gegeben. Auf jeden Fall nicht so in dem Bild. Das habe ich mal gekauft, weil es so niedlich war. Also das. Oh, ich glaube, meiner Tochter hat das sogar gefallen. Aber es sind beide eigentlich sehr, sehr, sehr niedlich, finde ich. Sie haben irgendwie einen Niedlichkeitsfaktor. Ja. Aber das ist schon nicht ohne. Also das muss man ehrlich gestehen, wenn du dann in die Puzzle warst. Ich weiß jetzt meine Zeit nicht genau. Aber das ist schon nicht ohne. Also leicht, ganz leicht ist es nicht. Also leicht sind die Bereiche, die da. Da schön außerstechen, aber die Grünen, die brauchen die ganze andere Seite. Sagt ein Drittel das, zwei Drittel das. Nein, wahrscheinlich ist halbe halbe, aber es ist schon so. Genau. Naja, da haben wir eh schon ziemlich gut drauf. Da habe ich jetzt 8 Minuten gewasselt, das kommt in meinen Review-Kanal, würde ich mal sagen. Weil das passt ganz gut da rein. Es ist wieder so ein Vergleich für zwei ähnliche Puzzle von Schwierigkeitsstufen. Vom selben Künstler. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir schon gedacht, dass das Video nicht unbedingt besonders lang wird, weil was soll ich denn nur sagen? Sie sind beide Ravensburger, das heißt die Puzzlequalität war ungefähr gleich. Bei dem großen Mädchen, da waren wahnsinnig viel so 4 Outs drinnen. Da waren also so viele Teile von dir habe ich nie gesehen. Aber der Ravensburger, ich glaube, ziemlich Unikate produzieren. Das heißt, wenn sich wer das Puzzle, genau dasselbe Puzzle kauft und es ist an einer anderen Charge, dann hat er einen anderen Schnitt und dann passt es vielleicht gar nicht. Das heißt, bei Ravensburger weiß man nie, was man kriegt. Genau. Deswegen kann ich nicht einmal dazu sowas sagen. Es ist zwar lustig, dass und das ist mir aufgefallen, vor allem auch, weil, wenn ich die Form aussortiere, also. So viel von diese Teile da drinnen, dass das richtig aufgefallen ist, dass ganz, ganz viele Teile, wo die drinnen sind.
Die haben wirklich eine eigene Einheit gebildet. Normalerweise sind das so Sonderteile, die habe ich dann irgendwo an der Ecken dabei liegen. Aber bei denen waren das fast Teile, dass ich es fast beieinander auf einem kleinen Haufen liegen habe können. Also, ja. Genau. Damit habe ich diese zwei abgeschossen. Ich werde dann jetzt gleich noch ein Rückwärtsvideo dran, das heißt, ich werde es kaputt machen oder den Schachtel da. Ja, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, gerne in die Kommentare reinschreiben, solange ich noch ein bisschen weiß, wie ich es gebaut habe und ob ich es empfehlen würde oder nicht, für was auch immer für Altersstufen, weil da ist es jetzt in dem Video mehr gegangen, welches von die zwei würde ich in welchem Alter empfehlen. Einfach schreiben, ich würde gerne mal antworten, wenn ihr Anfrage kriegt. Mache ich gern. Ansonsten würde ich sagen, happy hobby allerseits und wir sehen uns im nächsten Video. Tada!